Hallo meine Trucker-Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus, ich begrüße euch und schön, dass ihr wieder dabei seid. Und dieses Mal werden wir einen Schwertransport machen mit den MAN TGS im Winter. Juhu, 70 Tonnen Fracht. Ja, dabei ist gar keine Fracht hier oben. Was ist da los? Ja, aber der bezieht sich hier auf 70 Tonnen, ihr seht es. Deswegen haben wir 70 Tonnen drin, aber ich habe einen starken Truck dabei. Wir sollten da kein Problem haben. 680 PS. Wow. Ja, natürlich ein bisschen unsinnig mit diesem Kran hier, ne? Egal, wir machen es einfach mal. So, Edeltraut. Siehst ein bisschen blass aus heute. Das macht aber nichts. Aber mal wieder mit einem TGS unterwegs sein. Ganz schön. Ach, hier vorne habe ich ja noch so eine Kamera hier drin. Also ein Navi. Ja, Blinker ist kaputt. Glaube, da kam irgendwie auch so ein Update von diesem LKW. Es kann wahrscheinlich sein, dass der Blinker dann wieder geht. Könnt ihr gerne in den Kommentaren mal reinschreiben. Aber egal. Ich will jetzt hier schön gemütlich im Winter in Bella Italien fahren. In Tarent bin ich gerade. Und fahren knapp 300 Kilometer. Oh, Baby. Wunderschönes Wetter in Italien. Der Winter hat Italien in einen zuckersüßen weißen Gewand gehüllt. Wow, bin ich ein Poet? Auf jeden Fall hat der Poet einen ganzen kaputten Blinker. Uhu. Ist ja ein neuer Physikmod hier am Start. Ich hoffe, dass wir da irgendwelche Probleme haben. Ich stelle mal trotzdem auf 80. Ja, ein bisschen winterlich habe ich es hier auch noch. Mal gucken, wie lange wir den Winter hier im Spiel lassen. Bis ihr sagt, es reicht jetzt mit dem Winter. Boah, guckt euch an, da hinten die ganzen Industrieanlagen. Und dann komme ich hier mit einem passenden Truck hier an. Einfach nur spitze. Yes, baby. Mein Freund. Mein Freund Blase. Für die ein oder anderen, die jetzt sich überlegen, wann hat der Maximus jetzt das Video gemacht? Das Video ist hier entstanden am 25. jetzt um 23 Uhr. Und ihr werdet das ja schon im Neujahr sehen. Ja! Ziemlich spät, ne? Ey, anders kriege ich das nicht hin. Wenn man hier die zwischen Weihnachten und Neujahr diese Tage frei hat, dann nutze ich die natürlich. Eierbremse, komm. Läuft trotzdem alles. Weiß jetzt gar nicht, ob die Physik sich jetzt auf diesem LKW so niederschlägt mit den ganzen Reifen. Ihr seht ja schon, dass ich hier ordentliches Gestell hier habe. Ich habe, boah, wie viele Achsen habe ich denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Boah, oh. 12, 13 oder 15. Habe ich 13 oder 15 Achsen? Irgendwie so. Ihr könnt ja selber nochmal zählen, wie viele Achsen ich denn im Endeffekt habe. Oh. Aber ich muss sagen, mir gefällt der LKW. Schön mit dieser blauen Lackierung, auch der Anhänger. Der Anhänger war eigentlich für die 1.38, möchte ich jetzt bald behaupten. Aber ja, läuft auch so. Läuft hier auch. So, jetzt können wir 80 fahren, ne? Hier 70. Bis wir hier auf 70 sind, dauert das. Wir könnten ja durchaus mal probieren, ja? Als kleines Gimmick, wenn wir dann ankommen. Wir haben ja 260 Kilometer, ob wir den ein bisschen einparken können. Aber ich gehe davon aus, dass wir es nicht schaffen. Aber stets bemüht war der Maximus ja immer schon, ne? Naja. So ein Schlumpf. Schlumpfhausen hier. Holla. Er fährt ja. Polizei hier. Ist doch kalt.
Was haben wir denn eigentlich jetzt? 1 Grad Minus. Wir haben immer 1 Grad Minus. Ich weiß auch nicht. Wir sollten auch mal in der Nacht fahren. Das war da vielleicht auch mal ein bisschen kälter. Wir haben, aber ich denke mal, wir werden nicht in die Dunkelheit kommen. Wir werden um 14 Uhr sind wir denn da. Ja. Da ist dann weiter nichts. Aber es passt schon. Ach, herrlich. Ich mag das. Also ich gerade Livestream zu Ende über 200 Zuschauer gehabt. Fand ich sehr interessant. Heute werden wir vielleicht auch nochmal einen Livestream machen, aber nicht vom Euro Truck Simulator. Das will ich nicht zu sehr übertreiben. Wir haben, denke ich mal, jetzt die letzten Tage genug Euro Truck Simulator gesehen. Wir wollen da mal ein bisschen Kirche im Dorf lassen. Deswegen fahren wir hier einfach mal auf ganz entspannt. Ach, schön. Also ich finde das ja echt immer wieder herrlich, hier unterwegs zu sein. Auch jetzt in Italien. Das wirkt einfach sowas von schön. Wenn wir jetzt hier mit unseren Schwertransportern unterwegs sind. Oh, herrlich, oder? Oh, fahre ich ein bisschen auf der falschen Seite, ne? Hui! Herrlich. Ach, SCS macht einfach mal ja, Jahreszeiten rein. Also es ist... Gut, dann werden wir diesen Mod auch nicht mehr brauchen, aber... Er ist ja wirklich schon sehr, sehr hübsch gemacht. Ne? Es sind halt dann immer diese Probleme, dass wir unter irgendwelche Unterführungen etc. dann noch Schnee haben. Oder besser gesagt, dass wir in Regionen Schnee haben, wo es prinzipiell kaum Schnee ist. Ja? Das könnte dann SCS wahrscheinlich dann besser lösen, dass sie dann sagen, pass auf, in Italien, in dem Bereich gibt es jetzt keinen Schnee. Da ist dann halt mehr Regen. Ja, dass es denn so einen Schalter gibt wie Realismuswetter. Das bedeutet entweder Live-Wetter wie in so einem Flugsimulator, dass er dann Live-Wetterdaten nimmt. Groben Zügen. Oder dass man dann sagt, okay, in Italien ist die Regenwahrscheinlichkeit im Sommer so und so hoch und im Winter noch höher. Dann wird das einfach hier, dann braucht man das nicht mit einem Schieberegler machen. Wenn ich jetzt nach England fahre, dann ist die Regenwahrscheinlichkeit eben höher. Sonst mache ich das ja mal mit dem Schieberegler. Ne? Diese Option sollte natürlich auch bleiben. Ne? Und dann könnte man nämlich auch hier unten in Italien, aha, die Wahrscheinlichkeit, dass hier unten Schnee liegt, liegt bei 5%. Also liegt hier kein Schnee. Vielleicht irgendwo oben in den Bergen, aber unten in Sizilien. Das ist ja wirklich gut wie Kindschnee, ne? Aber wir könnt ja mal reinschreiben, was ihr davon haltet. Ja. Von dem Multiplayer, da wissen wir ja. Da werden wir ein bisschen agieren können. Mit 20 Leuten, 20 Freunden gemeinsam unterwegs sein. Aber es kann nur gut sein für den die Leute von Truck SMP, dass sie es schneller umsetzen können. Das werden wir trotzdem machen. Große Konvois oder dann halt mal so eine kleine, ja, die CML dann auf den Server geht und dann losfährt. Aber wie wir es dann machen, müssen wir dann erstmal sehen, wenn es dann wirklich soweit ist. Wollen wir noch gar, uns gar keine Gedanken machen. So, warte mal, jetzt haben wir hier... Oh ja, jetzt müssen wir, glaube ich, auf der Fahrbahn bleiben. Genau, wir bleiben hier auf der Fahrbahn. Napoli. Willkommen in Italien. Hier liegt Schnee. Ja, ist wahrscheinlich der Schnee aus Sizilien, ne? Verdammt! Uiuiuiui. Oh, da hinten die Berge auch, ne?
kaputte Blinker. Da kommt ja ein Iveco. Der fährt rüber, oder? Nee, der fährt nicht rüber. Der bremst ab. Gut. Ich dachte, der ist jetzt... Das wär auf jeden Fall neu, ne? Wenn die KI denn rüberfahren würde. Oh, 130 Kilometer noch. Na, aber... Jalla! Es läuft. Was sagt... Warte mal, das war doch hier dieser komische... Nee, das war er nicht. Oh, schön. Ach, herrlich. Ich war Edeltraut, es ist einfach nur schön. Durch den Winter hier. Da kann mir auch keiner irgendwie hier ärgern. Ich habe hier vorne auf jeden Fall einen ordentlichen Rammschutz, ne? Wenn er kommt, wird er erstmal wegeliminiert. So. 70 Tonnen und der. Also irgendwie merke ich davon nichts so richtig. Merke jetzt auch an der Physik nicht so richtig. Oder ich fahre einfach nur gut. Oder es wirkt sich auf den Truck hier nicht aus. Kann natürlich sein. Weil er sagt, hier ist einfach zu viel. Warte mal, wenn ich jetzt so mache. Oh. Eieieiei. Ah. Oh. Eier. Ah. Alter, ich geb noch nicht mal Gas, ey. Eieieiei. Olga. Ah, doch, hier ist doch Physik drin. Mann, da war ich ja komplett außer Kontrolle. Uiuiuiui. Das war jetzt aber nicht so der Sinn und Zweck der Sache, ne? Huhu. Eieieiei. Hilfe! Muss ich jetzt wieder... Ja, ihr könnt ja für diejenigen, die zu faul sind, die Zähne hier raussuchen. Ihr könnt das ja unten... Ein, wie nennt man das? Zeitstempel reinmachen, ja? Das wäre sowieso cool, wenn einer sich dann immer so hinsetzt, auf Maximus, Weisheiten von Maximus, Minute sowieso, oder sowas, könnt ihr gerne machen. Ah, jetzt zum Beispiel Unfall bei, was sind wir denn? Bei Minute sowieso, bei Minute 12 oder 13. Ah. Es war ja wieder typisch. Hilfe. Ah, gut. Fahren wir weiter. Aber irgendwie will er jetzt nicht so richtig, ne? Was haben wir denn für... Na gut, ist bergauf, ne? Kann es sein, dass das Wetter hier schlechter wird? Also wenn man übertreibt mit dem Lenken, dann haut auf jeden Fall der Physikmod rein. Ist ja eine neue Version bei dem Physik, was ich hier drin habe. 8.1 oder 0.1. Oh, jetzt kommt hier noch ein bisschen diesig. Oh, ich liebe es. Oh, ich erinnere mich an solchen Sachen. Wieder an diesen Wintermod. Ach nee, an ATS, wo so eine staubige Landschaft war, wo alles komplett verstaubt war. Hilfe. Das war auch nicht schlecht. Ah, komm, Baby. Guck mal, er sieht ja vorne gar nichts mehr. Guck mal an. Wir fahren jetzt richtig hier in diesen Dunst hier rein. Oh, wow, ja, ein bisschen langsamer fahren hier. Die kommen da vorne nicht aus dem Tee. Nur ein bisschen Vorsicht. Ja, wir haben ja jetzt nicht mehr so viel. 40 Kilometer liegen gut in der Zeit. LKW ist kaputt. Das Wetter verändert sich. Ach, nee. Da kommt wirklich... Also, wie ist es bei euch, wenn ich zum Beispiel mit Multiplayer fahre und mit dem Wintermod agiere? Da ist ja...
da wird ja der Winter gar nicht so richtig, oder besser gesagt, die Physik sollen ja aus sein. Ja, andere sagen, ja, die sind noch drin, aber Physik wird gar nicht unterstützt. Und trotzdem hat man so dieses Gefühl, es ist Winter, es ist Schnee, fahre mal lieber ein bisschen Vorsicht, ja, es könnte ja glatt sein. Also ja, diese optische, was einen so ein bisschen suggeriert, es könnte ja glatt sein, obwohl es gar nicht glatt ist, ne? Weil dieses Gefühl ist einfach da. Es ist aber menschlich. Oh. Würde jetzt auch gar nicht mehr weiter schneller fahren. Wir sind ja gleich da. Mann, 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 da bin ich aber auch wirklich geschlittert. Hilfe, Olga. So, warte mal. Wir müssen jetzt... Haben wir hier Travel Past? Hier, ja, hier. Wir fahren. Was ist jetzt los? Ach, zu schnell gefahren. 20 km/h zu schnell. Dann wollen sie noch 56 Euro. So, jetzt haben wir es. Ach, guck an, wir sind ja gleich da. Schön. Da ist die Polizei, die mich dann wieder gekriegt hat. Aber die sagen nicht, dass der Blinker kaputt ist. Das ist nicht. Das ist egal. Das sind die schon gewohnt. Die sind froh, dass das Auto überhaupt eine Kerze am Start hat hier. Als Scheinwerfer. Wie die früher denn Auto gefahren sind. Also mit so einem... Die hatten ja keine richtigen Lampen, ne? So eine Petroleumlampen. Oder mit Kerze. Das siehst du doch nicht. Junge, 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 Junge. Läuft er wieder hier. Ja, vielleicht habe ich das auch als Premiere gemacht wieder. So darf ich oder was? Na gut, ich... Was habe ich denn hier von der Rundumleuchte drin? Ach so, das ist der Blink... Ach, das ist ein Fehler, wenn ich blinke. Passt mal auf hier. Dann blinkt oben. Da hat der Elektriker irgendwas falsch geklemmt. Das ist ganz einfach. Der hat irgendwas Falsches geklemmt, dass da oben irgendwie die ganze Zeit was leuchtet. So, naja gut, dann haltet euch fest. Wir werden mal probieren, dieses Geschoss mal einzuparken. Ich glaube nicht, dass ich es hinkriege. Ich schiebe es einfach mal darauf, dass der LKW kaputt ist. Ja, also, ne? Ne? Hier, könnt ihr. Wenn ihr die Katze seht, dann habt ihr vergessen, was zu machen. Die Leute, die es schon gemacht haben, die sehen die Katze nicht. Ah ja, ich bin so richtig hohl. Das ist gut. Olga. Also, gerade so bei Lastwechsel verhält er sich. Aber ihr merkt schon, hier ist zum Beispiel der Reifen jetzt nicht mehr ganz so weiß, oder? Ah, krieg ich doch noch einen Bordsteinkanter. Ach je, was soll ich bei Ikea mit dem Ding? Komisch. Ich hoffe nicht, dass ich da hinten rein hätte fahren sollen. Manchmal weiß ich nicht, wo ich reinfahren soll, ja, bei Ikea. Ich hoffe, dass ich hier reinfahren muss. Ja, hier ist doch schon mal ein Kreuzchen. Ah. Oh. Und jetzt jemand einen Unfall verursacht? Warum das denn? So. Ach, ich kann nur so einparken. Naja, habe ich ja noch Glück gehabt. Ach Mann! Da steht da extra dran, ne? Fahrzeug schwenkt aus. Was wollen die denn? So, ist ja easy. Ist ja easy mit den Einparken. Sehr easy. Aber ich will noch was ausprobieren. Ich will noch mal gucken, wie der schlittert. Ach
guck mal hier. Da gehen gleich die Dinger hier raus. Habt ihr das gesehen? Warte mal. Guckt mal. Ja, das ist ja cool. So, pass mal auf, wir machen mal hier. Oh ja, 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 der hört sich schon wieder ein bisschen gefährlich an, der LKW. Ich will mal hier so einen Kreisverkehr machen. Mit dem LKW. Und nochmal schauen, wegen, wie er sich denn bei Witterungsverhältnissen. Funktioniert alles? Was ist mit dem LKW hier los? Mit der Feuerwehr, die, warum machen die hier einen Stau? Aua. Ach, bin ich in der Feuerwehr reingefahren? Hier, Reinhard Logistik. So, warte mal. Pass auf. Ganz schnell um die Kurve fahren. Das mal ausprobieren. Mensch, oh, fahr doch mal schneller hier. Mensch. Ah. Ja, gut, das ist denn. Also bei ganz schnellen Kurven, dann geht der einfach nur geradeaus weiter rüber. Also da ist, da passiert dann weiter nichts. Aber ich will mal ein bisschen Schubrakete hier machen. Also ich merke das wirklich nur beim harten Einlenken. Oh, Entschuldigung. Mensch, du weißt doch, dass ich hier lang fahre. Mensch, ich will noch ein bisschen hier Wintermod ausprobieren. Warte mal, wo geht's denn denn lang hier? So, da kommt nochmal eine ordentliche Kurve. Ich lenke jetzt mal richtig hart ein. Jo. Er wollte aber nicht hart einlenken. Ja, gut. Wir machen mal Warnblinker an. Also, Lastwechsel und gerade dieses schnelle Einlenken, da wo er eigentlich denn andere LKWs umkippen, versucht dieser Truck einfach gerade auszuschieben. Ja, so ist es. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach hier Feierabend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht mache ich heute noch einen Livestream, vielleicht Montag. Aber ihr seht es ja, ne? Wer ab und zu mal auf den Kanal guckt, der sieht, was vorbereitet ist. So, ich bin erstmal raus. Ich wünsche allen noch einen schönen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Bis dahin mache ich einen Fisch und sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.